Wenn die Alten ihre gleichaltrigen Fahrzeuge aus der Garage holen, dann ist mit Sicherheit was los. Das haben wir kürzlich auf der Avivaalm in St. Stephan am Walde hautnah erlebt. Die Alten sind los. Auf Initiative von Peter Zellinger, Seniorchef der Firma Zellinger in Walding, wurden die alten Firmen-LKWs wieder einmal aus der Garage geholt und ausgefahren. Mit dabei auch langjähriger Freund Josef Voisner aus Oberneukirchen, der ebenfalls einige Raritäten zu Hause stehen hat. Und auch wenn sie schön zum Ansehen sind, sie gehören ausgefahren. Das ist für die Alten immer gut. Nicht nur die alten Personen, wie mir alt ist, sondern auch die alten Lastautos, die gern bewegt, sonst verrosten sie. Unser ältester LKW, den haben wir da im Hintergrund stehen, der grüne, ist ein Mercedes LAK 311, hat 100 PS und ist ein 60er Baujahr. Dann der nächste ist der Fiveonimog, der nicht zur Firma direkt gehört, aber ein bisschen Geschichte ist da insofern dabei. Der Vater hat den Baujahr 1963 gekauft, wie er Bürgermeister war für die Feuerwehr Walding. Da habe ich gesagt, da ist so viel Herzblut dabei, ich bin auch bei der Feuerwehr gewesen und nur dabei. Bin mit dem Einsätze gefahren, mit dem Onimog, den muss man kaufen, der muss in der Firma dann bleiben. Dann der nächste ist der Rüssel, wie man so schön sagen, mit der großen Schnauze, mit dem Zellinger Farbe, noch mit der alten Zellinger Farbe, mit dem Orange. Und Baujahr 1972, 240 PS. Ich habe mit diesem Auto das Fahren gelernt, LKW fahren. Da habe ich Schoder geführt ins Müllviertel. Heute die Straßen, wenn wir raufgefahren sind, habe ich gesagt, da haben wir was gemacht, da haben wir was gemacht. Bagger, Raupen geführt, alles. Also, dort habe ich so richtig, richtig gelernt. Kein Fußsynchrongetriebe, etwa nichts. Also, da hat man nur das Autofahren gelernt. Mit dabei auch die ganze Familie mit Kind und Kegel. So eine Ausfahrt ist schon was Besonderes. Noch dazu sitzen die Töchter der Seniorchefs am Steuer der Oldtimer-LKWs. Was zeichnet denn jetzt die alten Fahrzeuge aus im Vergleich zu den neuen Modellen? Die Ödern waren einfacher. Da hast du noch was reparieren können. Wenn da ein Kupplungsseil gerissen ist, dann das Auto hast du noch heimführen können, wenn du ein bisschen ein Gefühl gehabt hast, hast du das da schalten können. Heutzutage, Automatikgetriebe, alles automatisch. Ich habe gesagt, die Jungen, die Damen ja fast laut, die können ja nicht mehr Auto fahren, nicht LKW fahren, weil alles wird automatisch dort gemacht. Also 240 PS haben wir da zumal gehabt oder da 100 und jetzt fahren sie halt 500, 600, 700 PS. Also die rauschen auf in den Berg ins Müllviertel, die machen halt 8 Fuhren, wo wir ja 3 gemacht haben nicht den ganzen Tag. Lange Tage, 5 in der Früh weg, 10 auf Nacht heim. Da ist noch was gegangen. Ich sage es immer so, 100 Kilometer Oldtimer ist ungefähr so viel wie 1000 Kilometer mit einem neuen. Da ist halt der Unterschied von der Lenkkraft, von der Schalterei und alles. Gell. Ich kann mich an eine Geschichte noch kurz erinnern. Kramer stehen auf, immer gefahren, irrsinnig heiß gewesen. Das Gaspedal geht direkt vom Motor raus, ist aus Metall. Das ist so heiß geworden, dass man mit dem Fuß alle angewechselt hat. Einmal mit dem rechten Fuß Gas gibt, dann mit dem linken, dass der rechte auskühlen hat können. Unglaublich, welche Geschichten man hier erfährt. Gut, wenn diese auch an die nächste Generation weitergegeben wird, damit die neueste Technik auch geschätzt wird. Wie schaffen es die alten LKW so über die Berge? Müssen sie sich da recht blagen? Ja, natürlich ist ein Unterschied, ob ich heute 500 PS habe bei den neuen oder damit teilweise 100. Aber sie schaffen es auch, sie haben es früher geschafft und heute auch noch, ja. Wie oft holst du denn du aus der Garage? Naja, indem ich 6 habe, dass er jeder mal drankommt. Aber so, ich sage, im Jahr kommt er jeder mal raus, ein Stückchen. Das kannst du wegschneiden.